So, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Divine Divinity. Ich habe mich beim Haus von Dr. Elrad ein bisschen umgeschaut, weil es ist ja abgeschlossen. Und siehe da, ich fand einen Schlüssel. So, mit dem Schlüssel kommen wir jetzt in das Haus rein. Nehme ich mal stark an. Dank der alten Taste kann man die Holztür sehen. So. Die Tür war bisher immer verschlossen. Hier drin soll es irgendwo in diesem Haus ein Rätsel geben. Können wir einen Schweinebraten mitnehmen? Bestimmt viele Lebenspunkte. So, was haben wir da? Wir haben einen Globus. Die können wir so drehen. Jetzt haben wir Laternen. Verstimmt mit diesen Laternen nicht. Der dünne Draht führt von ihr zur Wand. Okay. Laternen sind ja manchmal so Schlüsselobjekte. Oho, guck mal an. Aber was ist das? Es ist noch so ein Rätsel. Moment mal. Ist das das Rätsel? Aha. Ha. 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 Nein. Natürlich war das nicht alles, sonst wäre es ja auch viel zu leicht. Die Tele. Ach so. Habt ihr dann noch? So. Ich finde gerade den anderen. Ich sehe es gerade nicht wegen der Sonne. Ach so, da. Clever. So, dann wären wir im Keller von Dr. Alraf. Mal schauen, was haben wir denn hier? Giftflasche, Schatten, was soll ich mit Dolch? Bronzeschlüssel. Ich nehme es einfach mal mit. Na komm, hier muss noch mehr sein. Ich kann das nicht benutzen. Ja, ich sehe es doch da hinten. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Da ist eine Tür. Das kann ich nicht verwenden. Was verbirgst du hinter der Tür? Entrümpeln wir sie mal. Den ganzen Scheiß mal weg hier. Wie wunderbar. Da ist zu. Da ist auch zu. Natürlich ist hier eine Falle. Umso mehr ein Zeichen, dass der gute Doc irgendwas verheimlicht. Ja, jetzt komm mir auf. Beruhig dich wieder. Wow. Was war das denn für eine komische Gestalt? Jetzt komm, beruhigt. Na, danke. Ich hasse Fallen. Heilung, Kräuter. Das waren bestimmt keine normalen Tränke. Oder? Na, es ist gerade wegen Licht. Ich kann es gerade kaum erkennen. Ich muss mal bei den Tränken nachschauen. Ich glaube, es war. Ich muss das gerade mal ein bisschen heller stellen, weil da ich das gerade mal wieder am Tag aufnehme. Sehe ich das gerade ein bisschen schlecht? So, jetzt kann ich es besser erkennen. So, Alt-Taste for the win. Und Falle auch for the win.
Hier muss noch was Besonderes sein, Dr. Aldruffs Keller. Was haben wir hier? Rotes Messer. Abgetrennter Kopf. WTF. Präparat. Hab ich den Scheiß vermummelt? Ganz bestimmt noch mehr. Ich nehme die komischen Köpfe einfach mal mit. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass irgendwelchen Blödsinn macht hier unten. Dr. Aldruffs Brief. Aldruff, was zum Teufel fällt euch ein? Wir haben euch das Gift des grauen Todes gegeben, um die Zyklamie zu sabotieren. Nicht um euren eigenen Belangen im Abendviertel am Fluss nachzugehen, indem ihr dort den Brunnen vergiftet habt. Falsches Spielchen, Doc. Erweckt ihr die Wirksamkeit der Heiler von Aldruff. Sie werden nicht lange brauchen, bis sie herausgefunden haben, dass der Abschaum an vergiftetem Wasser und nicht an der Seuche gestorben ist, dann werden sie das Gift bis zu euch verfolgen. Sollte man euch denn nicht sofort wünschen, wird sich Herzog Janus gezwungen sehen, euch öffentlich hinrichten zu lassen. Er hat mir gesagt, das langsame Kochen in Vitriol die Methode seiner Wahl sein wird. Es ist zu spät, den Rest des Giftes für den Brunnen des der Kaserne zu verwenden, so wie euch von Anfang an geheißen wird. Begebt euch unter die Leute und gebt vor, die Seuche heilen zu wollen. Wenn ihr aus dieser Situation lebend herauskommen solltet, haben wir vielleicht noch Verwendung für euch. Jetzt könnt ihr nur noch beten, dass alles gut geht. Andernfalls werde ich höchstpersönlich euer noch lebendiges Herz herausreißen. Herz verspeisen in rasender Wut. Erstens PS, vernichte diesen Brief und jeden, der den Nagel in die Langlegung steckt. Ja, zu spät. Ich werde den Brief mitnehmen. So. Mit wem sprechen wir jetzt? Oder passiert jetzt noch was? Jetzt weiß ich es nämlich nicht. Oder wir gehen mal rauf und gucken. Ob er jetzt wieder da ist. Den Stein nehme ich mal wieder mit. Damit ich auch wieder rauskomme. Aus dem Ganzen. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Na, komm. Nehmen wir mit. Was schleicht ihr in meinem Haus herum? Braucht ihr ein Heilmittel oder seid ihr einfacher Dieb? Hat kein Arzt den Recht auf sein wenn ich Privatsphäre? Ihr wagt euch Doktor zu nennen? Ich habe in eurem Haus einen äußerst interessanten Brief gefunden. Dr. Aldruff, was habt ihr dazu zu sagen? Ihr habt hier in mein Haus geschlichen? Welche Unverfrorenheit! Ihr habt einflussreiche Freunde am königlichen Hof. Ich habe einflussreiche Freunde am königlichen Hofe. Glaubt ja nicht, dass ihr damit einfach davonkommt. Das werdet ihr mir büßen. Raus hier. Viel Spaß im Kerker, Doktor. Oh ja. Und ich denke mal, ich weiß, wo ich zuerst mit hingehe. Jemand, der die ganzen anderen Verbrecher verhaftet hat. Double Robin oder so.
Oder auch nicht. Wie kann ich den jetzt einsperren? Oder ich gehe natürlich erstmal zurück zum Wen haben wir denn da? Es sieht aus, als hätten wir gefunden, was wir suchten. Was ist das denn für Spastis? Jemand steckt seine Nase tief in meine Angelegenheit. Ich benötige eure Dienste, um das Ärger zu beseitigen. Ich denke, die normale Bezahlung ist akzeptabel, Arav. Okay, der Mistkerl will die harte Tour. Ich muss ihn irgendwie verhaften können. Irgendwann entlarven. Und dann auf der Ochse vor Geisenfaust zurückgekommen. Mein Dolch hat die ganze Zeit für den Posten. Ich habe anscheinend Zweck gesetzt. Gut, hier anscheinend auch nicht. Ach, Mann! Wie kann ich jetzt den Typ hier entlarven? Ich könnte mit Hauptmann Ralph sprechen. Das werde ich, denke ich mal, auch gleich machen. Cedric. Gehen diese Gegenmittel, es wird euch helfen. Ein Gegenmittel gegen die Pest? Gib mir. Oh Gott, ich danke euch. Fühlt ihr euch besser? Ich weiß es euch, das Brennen in meinem Hals ist gewichen. Ich muss mich nur ausruhen. Was könnt ihr zu tun, jetzt da die Götter euch ein zweites Leben geschenkt haben? Es war mein Wunsch gewesen, ein kleines Casino zu besitzen. Wisst ihr, den Leuten ein wenig Vergnügen zu bieten und gleichzeitig mein eigenes Profit einzustreichen? Die Götter mögen Glücksspieler hassen, aber das Haus gewinnt immer. Ha, ich werde zurückkehren. Haben wir schon mal einen Trank für Cedric? Ich glaube, einen zweiten habe ich auch hier. Bei Moment mal. Ich habe da gerade so eine Idee. Und zwar habe ich doch noch... Habe ich diesen magischen Spiegel irgendwo? Dass ich das Zeug, vielleicht eventuell nochmal kopieren kann? Magischen Spiegel, ja. Den habe ich noch. Wie hat Osama das gemacht? Ich habe nämlich mal gesehen, dass er irgendwie den Stein der Heilung in diesem Brunnen Alderoth geschmissen hat und dann irgendwie hat sich das verdoppelt. Vielleicht klappt es auch gerade mit dem Trank. Das ist nämlich gerade so ein Geistesblitz. Wenn ich mich gerade recht entsinne, habe ich zwei Tränke eingesammelt.
doch jetzt. Oh, dieser Soundbug nervt mich gerade. So. Lettertrank. Die normale Heilung ist es jedenfalls nicht. Ich will es aber noch gerade unten ausprobieren, ob das noch funktioniert mit diesem Spiegel. Oh, die scheiß Sonne, ich sehe das gerade kaum, wo der Spiegel ist. Ich muss gerade ein bisschen näher angucken. Da ist er ja. Violetter Trank. Ach. Mir fällt es nicht mehr ein. Es ist ein bisschen lange her, seit ich mich einen Trick gesehen hatte. Vielleicht funktioniert er noch. Müsste ich mal so mal fragen, als er das noch weiß. Weiß auf jeden Fall, dass ich zwei Tränke habe. Damit auch nur zwei retten kann. Was mir jetzt gerade nicht so wirklich gefallen will. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Trick, dass ich eventuell mehr als diese zwei Tränke habe. Oder jetzt, da ich den dritten übersehen hatte, kann ich auch, falls der Doc eventuell verhaftet wurde, beziehungsweise wenn er verhaftet wird, nochmal in sein Haus gehen, in den Keller und gucken, ob da nicht doch noch ein Trank irgendwo rumliegt. Ich nehme mal sie. Hier, nehmt die, es wird euch helfen. Ich will es versuchen, auch wenn das Glück mir in dem nicht toll war. Ach, seid auf der Hut. So, jetzt haben wir Sarah gerettet. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auch retten kann. Ich probiere es einfach mal. Sorry, aber ich glaube, ich habe gerade irgendwas falsch geklickt. Von daher will ich es gerade nochmal aktivieren. Da mache ich jetzt ein bisschen zu voreilig. Am besten mache ich davor einen Quicksave. Weil ich will mir die Antworten mal angucken. Das war ein Lag. Ich denke mal, in dem Part wird es darum gehen, dass wir uns Dr. Elra vornehmen. Und seine Machenschaften. Jetzt muss ich bloß nochmal den ganzen Trankkram machen. Einmal drumherum. Um das Ganze. So. Einmal Cedric. Ach so. Stimmt ja, das hat er ja gespeichert. Sarah war's. Sollt euch helfen, seid auf der Hut. Gut. So, und jetzt spreche ich nochmal mit ihm hier.
Weil es gab ja nur zwei Tränke. Ich hoffe, ihr bringt gute Neuigkeiten. Ich habe zwei Heilungen für die Seuche gefunden, aber sie haben mir dann Leute vergeben. Gibt doch euch auch. Ja. Der dritte Trank, das ist das Problem. Ich würde natürlich gerne den dritten auch retten, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das kann. Und den Speicherstand da lasse ich natürlich da, falls ich den wirklich den Trank irgendwie klonen kann. Ich habe bloß vergessen, wie es funktioniert mit dem Trick. So. Aber wer kann mir in Sachen Dr. Al-Rafitz helfen? Vielleicht die Wache von Flussheim. Wenn es alles nichts hilft, dann weiß ich ja, wo noch eine Quest ist, die ich fix lösen kann. Die ist aber im Vettistis. Ja, Hauptmann Rife. Können wir euch den Flussheim berichten? Ich habe Beweis dafür, dass der sogenannte Dr. Ruff selbst die Seuche zu verantworten hat. Was? Wie kann das sein? Er führt einen tapferen Kampf gegen die Kranken. Und hier in dieser Stadt zollt ihm großen Respekt dafür. Sagt, wie kann er für die Seuche verantwortlich sein? Hier, werft einen Blick auf diesen Brief, den ich im Haus des Doktors gefunden habe. Es scheint dieser Doktor nichts weiter als ein schändlicher Mörder ist. Aber wie kann das sein? Einen Augenblick, wachen! Geht und wacht Dr. Ruff sofort! Entschuldigt, dass ich euch angeschrien habe, aber es ist schwer zu glauben, dass er zu einer solchen Tat fähig ist. Erneut habt ihr ein großes Rätsel gelöst. Die Einwohner von Flussheim sind euch zu größten Dank verpflichtet. Es freut mich, wenn ich helfen konnte. Jetzt will ich nochmal zurück zum... nach Flussheim. Die Quest wäre damit geschlossen. Ich will aber noch mal schauen, ob im Keller nicht eventuell noch so ein Trank ist. Oder gar in seinem Haus. Um quasi den dritten zu retten. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Okay, diesmal ist er nicht hier. Dann muss ich es anders machen. Okay, es klappt anscheinend. Nee, klappt nicht. Da muss ich ja so mal fragen, falls da irgendwie drei Tränke waren. Oder nur zwei Tränke. Hab ich da einen alten Speicherstand eigentlich, um dann zur Not hinzukommen? Ja, hätte ich theoretisch. Den hätte ich zur Not, falls ich da tatsächlich noch einen vergessen habe. Dass ich das zur Not dann noch nachholen kann. So. Ihr entsinnt euch noch an Penumbra. An die Quest. Ich habe herausgefunden, wo das Haus steht. Wo es sich befindet. Dragon, Ragin, ja, Corinna. Da unten ist es nämlich. Und genau dorthin gehen wir jetzt auch.
dem Nebenraum dringt ein lautes Geräusch. Vielleicht ist dort ein Kampf im Gange. Vorsicht, Fremder! Kämpft oder lauft um euer Leben! Wie bitte? Wo ist das Problem? Letzter Tag hat das Biest geschwächt, aber für lange Zeit... Nicht für lange Zeit. Nun gut, ich kämpfe. Lol, was für ein unglaubliches Biest. Oh, es war scharf. Vielen Dank für eure Hilfe, mein Freund. Was ist dir vorgefallen? Woher kam die abscheuliche Kreatur? Ich beschwor diese Kreatur, seine Geheimnisse zu ergründen. Glücklicherweise konnte sie sich befreien. Und wie das? Ich erstand dieses Buch von Penzak, einem Reisenhändler, der letzte Woche hier in Weltsessend eintraf. Der Fasser des Buches ist ein Magier namens Ragon, der Erzmagier. Die Sicherheitshinweise... 40. Vorwort wirken sehr überzeugend, möglicherweise ein wenig zu überzeugend. Aha. In der Tat, ich fürchte, ich hätte etwas misstrauisch werden sollen, als ich den Abschnitt las, in dem Ragon behauptet, man könnte den Dämon im Mannkreis halten, indem man ein Strohrot verspeist und sich eine Tomate über den Kopf legt. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass ich dabei im Druckfehler handeln muss. Zum Glück habe ich diesen Teil des Hutes aufgegessen. Nicht sehr bekömmlich. Ist er denn beschwören? Könnt ihr mir helfen, meine Fähigkeiten in der Beschwörung zu verbessern? Könnt ihr mir den magischen Wagen zeigen? Ja. Ja, ich könnte euch in Zulung für eure Hilfe in der Beschwörung unterweisen. Wunderbar, mein guter Unterricht. Wir können sofort beginnen. Allerdings müsst ihr zuerst ein paar Zutaten besorgen. Die findet euch besorgen. Was braucht ihr? Also, ihr müsst ein Stück Holz von dem entsprechenden Baum besorgen, der sich im Dunkelwald befindet. Ich muss die weite Reise im Dunkelwald zurück unternehmen. Vielleicht gibt es einen Weg, dies zu vermeiden. Findet jemand über dieses, der vor kurzem im Dunkelwald war? Viele Reisende tragen ein Stück von der Rinde des sprechenden Baumes als Glücksbringer. Die sprechenden Bäume protestieren immer wieder gegen diese Arbeitleben. In der Ansicht, dies ist Verstoß gegen ihre Pflanzenrechte. Nun gut, was wird sonst noch benötigt? Bei eurem derzeitigen Wissensstand braucht ihr unbedingt ein Lehrbuch für über die Schwörung. Möglicherweise habe ich ein kleines zur Hand. Habe ich keines zur Hand. Die einzige Ausgabe, von der ich weiß, dass sie im Besitz von Zapratic. Ihr sandt eine gute Bekannte von mir. Penumbra ist von ihm auszuleihen. Jedoch ist sie kein Mitglied der Liebesgilde und wurde von diesem neugierigen Streuner auf der Stadt ertappt. Liebe sind sehr heikel und was nur Loptaktit von ihrem Papier angeht, die ärmste Penumbra, sie wird von Glück sagen können, wenn die Gilde hier keine Finger abhackt. Ich glaube, ich habe sie bereits befreit. Umso besser, dann müsst ihr sie nur noch finden und sie nach dem Buch fragen. Sie besucht mich von Zeit zu Zeit und so könnte mein Haus der beste Platz sein, sie zu treffen. Sonst noch was? Das dritte, was ihr benötigt, ist ein Wein des speziellen Jahrgangs. Wendet euch bezüglich an Pergon, den Weinhändler. Sagt einfach Grüner, die Beschwörung schickt euch, dann wird ihr wissen, was ihr sucht. Ein Stück Holz, ein Buch und eine Flasche Wein. Na schön, ich komme wieder, sobald ich alles beisammen habe. Ich bitte darum. Okay. Wo ich den Wein... Moment, stand jetzt da? Ach, der ist hier. So, treffen wir uns also wieder. Seid ihr grüßt, Penumbra, seid ihr wohl auf? Es geht mir gut, danke eure Hilfe. Kann ich euch einen weiteren Gefallen tun? Was wollt ihr noch? Hauptmann Kratos von der Stadtwache hat mir etwas abgenommen. Etwas Persönliches, das mir sehr wichtig ist. Ein Dolch. Er muss irgendwo in der Stadtwache befinden. Könnt ihr ihn für mich holen? Könnt ihr nicht selber suchen? Ich bin eine gute Antäterin, tauge aber wenig als Diebin. Deshalb bin ich auch ein wenig... Ja, auch von der Diebesgilde gefangen worden. Und... Angenommen, mich hier eingesperrt. Ich kann mich wohl kaum an Hauptmann Kratos wenden, um den Dolch zu bitten, nicht wahr? Es tut mir leid, ich möchte keinen Ärger mit der Stadtwache in einem. Was wäre ein Lohn für meine Tat? Macht euch keine Sorgen, ich kann sehr dankbar sein. Ist die jetzt ziemlich nah, die Stadtwache? Stadtwache. Das Herrenhaus. Ich glaube... Ja, doch, da oben war sie.
Okay, also hier oben war die Stadtwache. Da ist noch der Dolch irgendwo. Mal kurz abspeichern. Wo es das Holz gibt, weiß ich jetzt nicht. Schlüssel drin. Oh, Katze. Nehmen wir an, dass der Dolch da drin ist, in der Waffenkammer. Kurz speichern. Sie war da drin. Mach zu, das Ding. Ah, da ist er ja. Okay, also Nummer 1, der Dolch. So. Dann Nummer 2 war der Wein. Und Nummer 3 war das Stück Holz. Oh, Entschuldigung. Ah, mein guter Freund, kehrt zurück. Ich heiße euch erneut willkommen in meinem Geschäft. Kann ich euch vielleicht die Delikatesse empfehlen oder vielleicht einen Wein? Ein Girls Vampir ist eine Maskenmaler, von dem jemand solche Angst hat. Ein Vampir, ich habe meinen Keller die ganze Zeit mit solcher nervigen Kreaturen. Die ganze Zeit mit solch einer niedrigen Kreatur der Nacht geteilt. Oh weh, mir wird ganz elend. Ich bin so erleichtert, dass das Problem aus der Welt ist. Möglich wäre es nächstes Opfer des Ungarns geworden. Zeig mir diesen Wein, den ihr erwähnt hättet. Ah, ich bestelle den Wein direkt bei meinen elfischen Freunden. Den wahren Künstler, den ich vernommen habe. Verwenden sie bei der Herstellung ausgewählte, seltene Kräuter, um das Aroma zu steigern. Dies ist wirklich ein ungleiches Bouquet. Ich suche einen ganz besonderen Flasche Wein. Sie ist für Corinna, die Beschwörerin. Ah ja, ich weiß ganz genau, nach welcher Flasche ihr verlangt. Welch ein Pech, ich habe letzte von meinem Freund verkauft. Sein Name ist Antraberg, vielleicht. Ich hab ja schon von ihm gehört. Er ist im Gasthaus in Edelmann abgestiegen. Ich wieder. Okay, Introvert hat also die Flasche und sieht gerade, die Zeit ist erreicht. Gut, das heißt, das nächste Mal fragen wir uns mal durch das Gasthaus und suchen.